Das Weihnachtsessen. Es war im 46er Jahr, wo jeder zwei Nacht hungrig war. Da war es natürlich allerhand, wenn du mit einem Bauern warst, verwandt. Zum Kaufen hat es ja nicht viel gegeben, gerade das, was du braucht hast für dein Leben. Eine Einbrennsuppe und ein Brot. Doch schön war es damals, trotz der Not. Am Heiligabend, es war Frost, bringt uns der Postler von der Post ein Backerl. Wirklich? Ja, ja, hurra, ein Backerl aus Amerika. Von unserer lieben Tante Rosen. Wir machen es auf, drin waren vier Dosen, eine Schüssel gefüllt mit gutem Schmalz, dann noch ein Backerl mit einem Salz, ein Bohnenkaffee, mein Gott, schau, und noch eine Dosen mit Kakao. Dazu schickt sie die gute Söll a Bixen mit Olivenöl. A ganz a große Dosen Reis, 2 Kilo Mehl. Mein Gott, so weiß. Zum Schluss liegt noch im Backel tief a Dosen bestes Cornet Beef. Was drin ist, hat die Tante Rosen sauber geschrieben auf jede Dosen. Nur von der Weißblechdosen unten, da war der Zettel wohl verschwunden. Was könnte nur in der Dosen sein? Ich steck ganz leicht mein Nasen rein, probier den Geruch so 2-3 Mal. Das Pulver war geruchsneutral. Der Geschmack war ausgesprochen fad, man könnte beinahe sagen, malat. So haben wir uns den Kopf zerbrochen, was könnte man mit dem Pulver kochen? Die Mama hat's dann halt riskiert und hat's ganz einfach ausprobiert. Zuerst schüttet sie zu Milch und Ei das Pulver in die Schüsselrei. Drauf meint, weil es da war, unser Oma, nimm doch ein Prisen Zimtaroma, vermisch das Ganze fest mit Schmalz und schmeck's dann ab mit etwas Salz. Ja, und mit der Einbrenn und dann Zwiebel hat's ganz gut geschmeckt, war gar nicht übel. Ein bisschen fad halt, nicht grad geschmackig, speisenmäßig gar nicht knackig. 3 Tage später klärt sich drauf durch einen Brief das Rätsel auf. Und schuld, es ist ein schwacher Trost, war wieder einmal unser Post. Die Tante Rosen schreibt, ihr Lieben, ich schick das Backerl euch nach drüben mit lauter Liebe gute Sachen. Ich hoff, sie werden euch Freude machen. Doch, was ihr leider noch nicht wisst, dass Onkel Schorsch verstorben ist. Er war mit seinen 80 Jahren noch gut benannt, ja wirklich war. Seinen letzten Wunsch darf ich euch künden, er will daheim seine Ruhe finden. Das hat er gewünscht, sich so im Stillen, erfüllt ihm seinen letzten Willen. Sein Asch ist in der Weißblechdosen, in stiller Trauer, Tante Rosen. So haben wir werden's nie vergessen, zu Weihnachten unseren Onkel fressen.